herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Batman 3. Wir sind zurück. Ja, nach einer Woche Pause sind wir jetzt wieder da. Wir haben es letzte Woche leider nicht geschafft aufzunehmen, aber kein Problem. Deswegen, wir starten jetzt einfach in voller Zorn in das nächste Level. Üsmaul. Wir haben keinen Ton. Ja, wir haben keinen Ton. Wir kümmern uns mal eben kurz um den Tod. Ja, jetzt kommt er. Ich wusste doch, dass wir die was. Wie können die Leute hier leben? Das will ich wirklich nicht herausfinden. Hey, in diesem Fluss ist jede Menge Himbeermarmelade. Sogar ziemlich leckere. Die Quelle ist dort drüben. Und wir haben andere Charaktere. Wir haben Himbeermarmelade. Und leckere Himbeermarmelade. Perfekt. Obwohl ich absolut kein Himbeerfan bin. An dieser Stelle gesagt. Erdbeeren, Kirschen und Waldfrüchte und Beerenfrüchte, ja. Aber Himbeeren, nee. Es geht. Haben wir irgendwas, was Laser schießen kann? Ja, wir haben halt Batmans Anzüge nicht. Jo. Ich hoffe, für euch war das... Okay, ich habe gerade jemanden gehämmert. Ich hoffe, für euch war das okay, wie wir das letzte Woche gelöst haben mit dem kleinen Real-Life-Video, das von mir kam. Diesem Phantasialand-Vlog. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Ihr habt mir ja sehr gute Rezensionen dagelassen. Also wirklich vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist jetzt auch 48 Stunden online und habe 42 Aufrufe. Das ist wirklich not bad, not bad. Und wenn ihr Bock habt, versuche ich gern öfter sowas zu bringen. Einfach öfter ins Phantasialand fahren. Einmal wöchentlich. Einmal wöchentlich. Nee, aber ich habe schon überlegt, ob man da mal was macht. Also, ich meine, das ist bestimmt möglich, dass man da mal was Cooles macht. Ich überlege gerade. Gibt es hier einen... Okay, wenn ich jetzt sage, hier in der Nähe könnte man den Standort herausfinden, lassen wir das lieber. Das planen wir auch Screen. Lasst euch überraschen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da bestimmt mal wieder was auf die Beine gestellt bekommen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Yay, Schild. Komm, Agents of Schild. Nee, das ist wieder das falsche Universum. Ja, das ist... Hast du den Trailer zu dem neuen Batman-Film gesehen? Nope. Nope. Okay, du musst die direkt vor dir machen. Glaube ich. Wieder. Ah. Oh, perfekt. Dankeschön. Ich weiß nicht, ich kann mit diesem neuen Batman-Film irgendwie noch nicht so viel anfangen. Nicht so lustig. Ja, da ist doch was Goldes. Wieso geht der immer auf mich? Ich wollte den blauen Stein einsammeln, der da lag. Okay, so nah Anzug haben wir auch noch nicht da. Wir haben halt gar keine Anzüge, glaube ich. Irgendwie eher. Ach, du kannst da die Wand aufsprengen. Bonzen. Irgendwie erinnert mich die Gegend hier so ein bisschen an Breath of the Wild, diese Lava-Gegend. Ah, du meinst der. Um den Vulkan da herum. War nicht Gerudo. Das war nicht. Nee, Gerudo war das. Das war nicht Goron. Goron. Goronia City oder so. Keine Ahnung. Ja. Weißt du, heißt das so? Ich glaube schon, ja. Okay, hier gibt's einfach nichts. Ah, ich kann hier was machen. Irgendwie. Aber nicht mehr lange, dann gehen wir ins freie Spiel über. Ich glaube, nächste Aufnahmesession geht's dann. Also, nächste Aufnahmesession haben wir das Finale. Und danach, die Aufnahmesession ist dann vermutlich freies Spiel, würde ich sagen. Ja, nach dem Finale. Ja. Wir müssen irgendwie daran. Leute, du bist schon da oben. Ah, du kannst hier was einreißen.
Ganz ehrlich, ich freue mich schon richtig aufs freie Spiel. Ich glaube, das wird lustig. Das war falsch. Ich glaube, du musst das da oben drauf zimmern, da ja, hier, wo es leuchtet. Ah, okay. Weil das ist irgendwann so ein satisfying Gefühl, wenn du auf einmal die Sachen bekommst, an die du vorher nicht rangekommen bist. Das liebe ich einfach. By the way, für die es noch nicht mitbekommen haben, für die nicht auf meinem Discord-Server sind, joint meinen Discord-Server, ist unten in der Beschreibung. Ich habe Paper Mario Origami King für nur 20 Euro bekommen. Das heißt, ihr könnt euch dann schon vorstellen, was als nächstes für ein Projekt kommt nach Mario Galaxy. Da wird dann als nächstes Paper Mario Color, nee, Origami King. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme, die auseinanderzuhalten. Ich glaube, das würde mir im Spiel auch selber noch passieren, dass ich öfter mal die falsche Antwort mache, weil ich halt Color Splash gefühlt ohne Ende gespielt habe. Ah ja. Bumm. Das Green Lantern? Ich bin eher. Ich finde die Lantern irgendwie echt cool. Das muss ich ehrlich zugeben. Mal gucken, ob das auch wieder so ein kurzes Level ist wie die letzten. Weil in den letzten waren wir halt extrem schnell durch teilweise. Ja. Das haben man, also das passiert manchmal, dass Spieler einfach gerne mal zum Ende hin deutlich kürzer werden. Also die ersten Missionen sind immer noch so, ja, wie nenne ich das? Lang. Lang, ausführlich. Und zum Ende hin wirkt es halt teilweise so ein bisschen gerusht. Obwohl ich muss sagen, auch wenn die Missionen kürzer sind, finde ich den Teil des Spiels besser als den ersten. Also, als die erste Hälfte des Games. Ah, du kannst hier was machen. Du kannst hier eine Wand einreißen. Wir haben einen Charakter bekommen. Cool. Hier war nichts drin. Ah doch, ein Baustein. Der Dicke kann nicht bauen. Zu grobmotorisch. Ja! Yes. Das wäre, als wenn Hulk versucht, ein Lego-Set zu bauen. Ich glaube, du stirbst, oder? Ja, ich bin gestorben. An den Teil vom Level kann ich mich sogar noch erinnern. Das ist der einzige Teil, an den ich mich noch erinnern kann. An die Lava-Brocken hier. Ah. Ich glaube, du bist gestorben. Instant-Kill-Brocken. Boah, da dachte ich gerade, hätte ich mich festgebackt. Zum Glück nicht. Ah, du kannst oben wieder was kaputt machen. Wie immer. Ich habe das Gefühl, das Level besteht nur aus Green Lantern Action und Sachen, die du kaputt machen kannst. Du musst ja noch was machen, Bauheld. Ja, ich baue dir mal irgendwas zusammen. Und dann kannst du das da oben reinschleudern. Ein Amboss, lol. Warum nicht? Oh, warte, ich kann hier noch was machen. Da oben kannst du auch noch was runterziehen. Oh ja, eine Sekunde, ich. Vielleicht kriegen wir aus irgendeinem der Sachen ein Minikit raus. Ich weiß bloß halt gerade nicht aus welchen. Hier kann ich was zumachen. Mal gucken, ob das was bringt. Das war wohl Story, oder? Ah, vielleicht muss ich auch auf beiden Seiten was machen. Das kann auch gut sein. Das wird auch noch ein Gesuche mit den ganzen Sachen hin und her. Da ist ein Cash drin. Oder? Da ist auf jeden Fall Cash drin. Aber wir haben uns den Weg geebnet. Da ist noch Cash drin. Ah, komm nicht ran. Wenn wir Multiplikatoren haben, ist Cash eh egal. Obwohl, wir brauchen Cash, um uns die Multiplikatoren zu kaufen. Ja. Atrocitus, es wurden Eindringlinge entdeckt. Sie haben bereits einige unserer Streitkräfte besiegt. Erbärmlich! Ich werde euch die wahre Macht der versöhnten Rage zeigen! Hui! Auf den als Charakter freue ich mich auch. Habt ihr das gehört? Was war das? Ärger. Das ist ja Batman.
Ja, mit dem Joker. Ah. Okay, wie funktioniert dieser Kampf? Jetzt haben wir quasi die Ultra-Bestie, also der Ganons Fluch in, oh, von drei. In Low-Budget-Version. Und da ist 12 von 3. Ich flieg hin, ich hol's. Hab's. Okay, was machen wir? Ich glaube, wir müssen erstmal einfach nur überleben. Beziehungsweise sterben und warten. Das ist bei Bossen aber immer erstmal warten. Naja, die Sache ist halt, hier ist es egal, ob du überlebst oder stirbst. Und bei den meisten Bossen ist es halt so, hüpfen, ne? Ja, das. Ich kann den Stier reiten. Warum kann ich den Stier reiten? Und zerstören. Und jetzt? Immerhin Gamepad eskaliert hier gerade einfach komplett. Schlimmer als jeder Vibrator. Ah ja. Okay. Heute gibt's Stier zum Abendessen. Ich meine, bei der Hitze hier dürfte er auch schon gut durch sein. Das ist cool. Passiert denn mal hier endlich was? Aber was bringt mir das? Die Sache ist, du hast hier halt absolut keine Lebensanzeige oder so. Wo du mal irgendwie sehen könntest, yo, ich habe dem was abgezogen. Ich mach drauf und irgendwann steht der schon. Ich versuch grad eher seinen Laserstrahlen auszuweichen. Ich muss sagen, das Setting hier finde ich total cool. Ja, aber der Bosskampf ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Weil der hat mich gerade irgendwie böse abgeworfen. Die Sache ist, ich kann mich an das Spiel auch nicht mehr vernünftig erinnern, dass ich noch wüsste, was wir machen müssten. Ich habe bloß gerade die Tastenkombi verkackt. Stier. Ah, okay. Ich sag doch dreimal und dann. Ja, das typische Lego-Boss-Schema. Das typische Boss-Schema? Ja. Drei Phasen und dann. Oder du hast dreimal drei Phasen. Ja, oder dreimal drei. Das typische DK-Schema. Ja. Nennt mich einfach den Joker. Und ich bin Lex Luthor, der gewiefteste Schurke unseres Universums. Kein Held in Verkleidung. Und ich bin Cheetah. Was wollt ihr? Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern du, deinen Erzfeind, Green Lantern. Oh, das war ich. Zu doll gezerrt, als ich ihn geworfen. Was wollt ihr dafür haben? Wir wollen deine Hilfe beim Erobern der Erde. Ich verschwende meine Zeit auf einem so dämlichen Planeten wie der Erde? Wir wollen deine Zeit nicht verschwenden. Übergib uns das Kommando, dann kannst du gehen. Dafür will ich mehr haben als einfach nur Green Lantern. Wir sollten mal essen gehen. Lieber verhungere ich. Komm schon, du dämliches. Komisch. Als ich wütend wurde, habe ich die Lantern bekommen. Ah ja. Hörst du mir überhaupt zu? Ach, weißt du, vielleicht brauchen wir deine Hilfe ja doch nicht. Was? Es war ein Spaß.
Dann habt ihr nur meine Zeit verschwendet? Findet ihr das witzig? Ja. Ihr habt mich sehr wütend gemacht. Finde ich witzig. Die Wut ist wütend. Voller Zorn. Jetzt habe ich wieder mein kurzes Level. Voller Zorn haben wir dieses Level beendet. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ja, einfach weiter. Dann spare ich mir das Sünden. Man sieht sich in der nächsten Folge. Ach nee, jetzt kommt noch mal kurz eine Zwischensequenz. Das ist vergessen. Wir haben einen Krieger der Red Lantern freigeschaltet. Yay. Einer, der vermutlich wieder nichts kann. 17 Steine. Von 250. Ach, den gibt's ja auch noch. Ach, den gibt's auch noch. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lego Batman 3. Wir holen die letzte der Laternen, und zwar die Angst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.